Es geht mit der Kettenregel weiter. Ich möchte eine Verkettung ableiten, eine Verkettung von Funktionen. Keine Verkettung unglücklicher Umstände, sondern eine Verkettung von Funktionen. Sowas ist eine Verkettung von Funktionen. Nehme mein x, was in den Trichter meiner Maschine reinfällt, wirf es in die erste Maschine. Und das, was aus der ersten Maschine rauskommt, werf in die zweite Maschine. Das ist meine Vorstellung davon. X in die erste Maschine reinwerfen, Trichter, so. In die erste Maschine, das sieht ja aus wie eine Rakete, falsch rum. Da fällt irgendwas raus, nämlich G von X. Die erste Maschine heißt G. G von X fällt da raus und das fällt mir in die zweite Maschine sofort rein. Eher was für die Maschinenbauer hier. Die heißt F und unten fällt raus F von G von X. Ich muss das noch ein bisschen fallen lassen, so. Wie auch immer. Das möchte ich ableiten nach x. Wie ändert sich so eine zusammengesetzte Funktion, zwei verkettete Funktionen, wie ändert sich die, wenn ich das x etwas ändere? Die Herleitung und so weiter kommt nochmal im Detail. Ich hoffe, man kann es anschaulich verstehen, was passieren muss. Es kann gar nicht anders sein als Folgendes. Dieses g innen drin wird sich etwas ändern, wenn sich x ändert. Es sei denn, die Steigung ist 0, aber dieses wird sich typischerweise etwas ändern, das g innen drin. Wie wird sich das f ändern, wenn sich das g innen drin ändert? Das ist dieser Faktor f' von g von x. Der sagt mir, wie sich das Ergebnis von f ändert, wenn sich das hier innen drin etwas ändert. Die Ableitung sagt mir, wie sich die Funktion im Verhältnis ändert, wenn ich innen drin eine kleine Störung habe. Das hatten Sie auch bei der Fehlerrechnung. Innen drin eine kleine Störung, dann kriegen Sie diese Störung mal Ableitung, ist das, was die Funktion außen tut, in gewisser Näherung. Wenn sich das g ändert, passiert das. Jetzt muss ich aber noch berücksichtigen, dass ich gar nicht weiß, wie stark sich das g ändert. Wie stark ändert sich das g denn? Ich muss also gucken, wie stark sich die Änderung des x auf das g auswirkt, und das ist g' von x. So sieht das dann zum Schluss aus. Das ist die Kettenregel, die Regel für solche verketteten Funktionen. Schulmäßig sagt man, das ist die äußere Ableitung und das ist die innere Ableitung. Also ist das Produkt aus äußerer und innerer Ableitung. Als Ergebnis, wenn man so eine verkettete Funktion ableitet. Das gab es heute ja schon im Seminar, da müssen Sie sich halt noch ein paar Übungsaufgaben machen. Das ist in der Handhabung dann etwas gewöhnungsbedürftig. Exponentialfunktionen und Logarithmen. Vielleicht erstmal die Exponentialfunktion. Das hatte ich im Vorkurs vorgemacht. Lustigerweise ist das eine der wenigen Funktionen, die ihre eigene Ableitung sind. Wenn Sie die, schreibe ich das wieder so, dE hoch x nach dx, e hoch x, nämlich das hier, die Funktion ableiten nach x, ist netterweise die Funktion selbst. Erinnern Sie sich noch, welche anderen Funktionen das können, dass sie ihre eigene Ableitung sind? Welche anderen können das auch noch? Nicht nur die e-Funktion. Ich kann das jetzt besondere. An der Stelle 0 hat sie die Steigung 1 und den Wert 1. An der Stelle 1 hat sie den Wert, das ist saumäßig gemalt, den Wert e und die Steigung, sollte viel steiler sein, sollte die 1 woanders hin mal, die Steigung 3, wo ist nochmal, also viel steiler, eher sowas. An der Stelle 1 den Wert knapp 3 und die Steigung knapp 3 und so weiter und so fort. Überall ist der Wert gleich der Steigung. Welche anderen Funktionen können das? Es gibt eine, die ist total billig. Die Funktion, die ständig 0 ist. Deren Ableitung ist nämlich 0. Offensichtlich. Was können Sie mit dieser Kurve tun? Und es ist weiterhin die Ableitung gleich dem Wert. Sie können sie verschieben, genau. Wenn Sie die Kurve verschieben, ist ja weiterhin überall die Ableitung gleich dem Wert. Und das Nette an der Exponentialfunktion ist, wie verschiebe ich die sehen? Ich müsste sie zu dem x, e hoch x, müsste ich was addieren oder was davon subtrahieren. So würden Sie die verschieben.
Das heißt aber nichts anderes, als dass sie e hoch minus x mal e hoch x rechnen. Das ist einfach eine Konstante mal e hoch x. Jede Funktion, die ein Vielfaches von e hoch x ist, kann das auch. Das kommt nachher raus. Das ist nachher im zweiten Semester für Differentialgleichungen wichtig. Hier suche ich zum Beispiel eine Funktion, die ihre eigene Ableitung ist und weiß, es ist ein Vielfaches der Exponentialfunktion. Warum? Ich möchte zumindest vielleicht noch die Idee geben. Die Idee, die dahinter liegt, ist, ich gucke mir an e hoch x plus h minus e hoch x. Dafür gibt es keinen Lückentext, das habe ich im Text so ein bisschen angedeutet. Das muss ich mir angucken. Wie ändert sich die Exponentialfunktion, wenn ich einen Fehler rein addiere in das x? Und dann kommen die Potenzrechengesetze. Das erste zerlegen Sie hier in e hoch x mal e hoch h. Sie klammern e hoch x von dem ganzen Bruch aus. Dann steht da e hoch h minus 1 durch h. Den vor den Bruch ziehen. Und dieses hier wird 1. Was daran liegt, dass die Eulersche Zahl gerade so gebaut ist, das hatte ich im Fokus ja auch lang und weit erzählt. Die Eulersche Zahl ist gerade so gebaut, dass die Exponentialfunktion e hoch x hier die Steigung 1 hat. Das ist genau, was hier passiert. Hier rechne ich die Steigung an dieser Stelle aus. Das wird nachher 1, später nochmal ausführlich. Das liegt wirklich nur daran, dass die Eulersche Zahl so gebaut ist, dass die Exponentialfunktion e hoch x diese Eigenschaft hat, dass ihre eigene Ableitung ist. Wenn man das hat, kriegt man auch die Ableitung vom Logarithmus, zumindest dem natürlichen Logarithmus. Für die Mathematiker ist der natürliche Logarithmus der Logarithmus. Es gibt keinen Grund in der Mathematik, fast keinen Grund, sich einen anderen anzugucken. Die Ableitung des natürlichen Logarithmus wird 1 durch x, das hatte ich mit der Kettenregel vorgeführt. Vielleicht ist das nochmal eine Chance, die Kettenregel in Aktion zu zeigen, auch wenn wir es schon mal hatten. Kann es nicht häufig genug sehen. Warum ist die Ableitung des Logarithmus 1 durch x über die Kettenregel? Ich weiß Folgendes, dass e hoch Logarithmus x gleich x ist. Der natürliche Logarithmus sagt, womit muss ich e potenzieren, damit x rauskommt. Wenn Sie e damit potenzieren, kommt x raus. Und jetzt bilden Sie von beiden Seiten die Ableitung. Wenn diese Funktion gleich der ist, darf ich auch von beiden Seiten die Ableitung bilden. Ableitung links macht x nach x ableiten, 1. Und die Ableitung rechts geht mit Kettenregel. Also diese Funktion ist gleich der Funktion, dann müssen auch die Ableitungen stimmen. Die Steigung dieser beiden Kurven. Jetzt kommt die Kettenregel. Äußere Ableitung e hoch irgendwas bleibt e hoch irgendwas. Innere Ableitung ist die Ableitung vom Logarithmus. Den hier kennen wir schon, da steht er nämlich schon, das ist einfach x. E hoch ln x ist einfach x und jetzt lösen Sie auf, bringen das x rüber und sehen Sie gar keine andere Chance. Die Ableitung vom natürlichen Logarithmus muss 1 durch x sein. Kann dem nicht entfliehen, das ist ziemlich billig.